Holla, was haben Miley Cyrus und Mike Tyson gemeinsam? Nun ja, auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so viel, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Die singende Schauspielerin plaudert mit uns nämlich über ein ganz besonderes Tattoo-Projekt. Don't know what, but we'll get some. Don't know, across my forehead. Didn't one girl get, she got Drake across her forehead. That's crazy. That's a dedicated fan right there. I was thinking about maybe getting Chris Brown across this cheek. It'd be really good for my career. Jede Menge Presse fürs neue Album gibt's dann garantiert, aber Miley fällt ja gerne mal aus dem Rahmen. Hopefully my hair grows really quick and by the next time you see me, I'll have like a pony down to my butt. I just want to always be different. Everyone else has cut their hair to look just like me, so now I gotta do something different. I don't like when you walk in and you see a bunch of other yous. Och, arme Miley. Überall rennen Doppelgänger rum, selbst Schwägerin Elsa Pataky imitiert sie. Doch die 20-Jährige nimmt's sportlich. Elvis said that it's the greatest form of flattery when people copy you, so I agree. Ob Stirntattoos wohl auch zum Trend werden, wenn Miley ihre Pläne in die Tat umsetzt? Wir sind gespannt. Deine Stimme klingt wie Kermit, wenn einer hinten drauf tritt. Mit solchen Sprüchen spaltet Dieter Bohlen die Nation. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Jetzt bekommt der Juror auch noch Kritik aus den eigenen Reihen. Ich würde DSDS ehrlich gesagt raten, aufzuhören, bevor es so peinlich wird, dass man es gar nicht mehr angucken kann. Es ist halt eine Dieter-Bohlen-Show geworden. Und wenn er irgendwie alle 3 Minuten die Regeln ändert, dann glaubt es ihm keiner mehr irgendwann. Autsch, da teilt aber jemand aus. Nach Männerfreundschaft klingt das definitiv nicht, oder? Wir haben ab und zu nochmal gesprochen, aber ist ja, sag ich mal, meine Tochter würde sagen, ist ein Moff, Mensch ohne Freunde. Oha, aber wer austeilt, muss bekanntlich auch einstecken können. Nicht wahr, Dieter? Ja, man wird nicht jünger. Der Zahn der Zeit nagt auch an den Promi-Ladies. Als Katrin in der Serie GZSZ spritzt sich Ulrike Frank sogar Hormone, um Mutter Natur auszutricksen. Auch in echt eine Lösung für die 44-Jährige? Man muss da ein gutes Verhältnis dazu finden, zu seinem Älterwerden. Weil dieses Schnippeln und Gucken und immer jung sein wollen, das funktioniert einfach nicht. Klar, man hat schon seine Cremes oder so, aber jetzt weitergehend mit Botox oder so kann ich mir nicht vorstellen. Keine Ahnung, was in der Zukunft ist. Puh, nur gut, dass sie sich kein Beispiel an ihrer Serienfigur nimmt. Gibt ja auch viel schönere Aktivitäten, als zum Beauty-Doc zu rennen. Besonders, wenn man noch so knackig ist wie Ulrike. Ich glaube, je älter man wird, ob als Frau oder als Mann, desto mehr weiß man irgendwie so auch mit seiner Sexualität umzugehen und mit seiner Sinnlichkeit. So. Naja, Matratzensport hält ja auch jung. Letztlich ist man ja eh immer so alt, wie man sich fühlt. Wow, dieses Outfit kann sich echt sehen lassen. Und das Besondere, die Hose im afrikanisch inspiriertem Waxprint hat Milka Love Fernandes sogar höchst selbst kreiert. Ich bin unter die Modedesigner gegangen. Jedenfalls ein bisschen. Also es ist mal, im Moment ist es noch mal ein ganz, ganz teures Hobby. Ne? Ich bin einfach super stolz. Und das kannst du auch wirklich sein, liebe Milka.